rechten Seite schiebt er sich dann mit dem Zollenstab nach vorne. Jetzt gibt es aber den Kopfschlag des FNS-Fenster-Schleifer, der als erster. Ja, ich würde mal sagen, 7,44 Meter vor dem Boxschuss, genau die Länge eines Fußballtores, 7,32 sind das, aber egal, genau die Länge eines Fußballtores vor dem Boxschuss. Und jetzt kommt es zum großen Showdown in den letzten zwei Runden. Alexander Roloff gegen Marc Lieb und der Marc Lieb. Alexander Roloff, Jan Seifert gewinnen mit 0,3 Sekunden Vorsprung auf Marc Lieb und auf Super. Herzlichen Glückwunsch an die Stadt. Wieder für euch heißt es Champagne!